Hast du auch schon mal etwas Wichtiges lange für dich behalten und dann die Katze aus dem Sack gelassen? Eigentlich ein interessantes Sprichwort, oder? Aber woher kommt es eigentlich und was bedeutet es? Die Katze aus dem Sack lassen. Das heißt so viel wie ein Geheimnis zu lüften oder eben etwas zu erzählen, das noch unklar oder in der Schwebe war. Interessanterweise ist nicht abschließend geklärt, welche Abstammung dieses Sprichwort eigentlich hat. Es gibt aber zwei Theorien, die am schlüssigsten sind und als die wahrscheinlichsten Varianten gelten. Variante 1, der betrügerische Händler. Diese Theorie verknüpft gleich zwei Sprichwörter. Nämlich die Katze im Sack kaufen und die Katze aus dem Sack lassen. Auf mittelalterlichen Märkten trieben sich nicht nur ehrliche Bürger und Kaufleute herum, sondern auch damals gab es natürlich schon Betrüger, die Böses im Sinn hatten. Früher wurden Ferkel und Kaninchen wohl häufiger in Säcken auf den Markt gebracht, damit sie nicht ausbüchsen können. Anstatt aber eben diese Nutztiere in den Sack zu setzen, schnappte sich der betrügerische Händler Straßenkatzen und warf sie in die Jutesäcke. Der nichtsahnende Interessent kaufte so die sprichwörtliche Katze im Sack. Zu Hause angekommen, bemerkte er den Betrug erst, als er die Katze aus dem Sack ließ und er realisierte, dass sein Geld dahin und der Betrüger schon über alle Berge war. Variante 2, die neunschwänzige Katze. Eine nicht minder unschöne Variante ist diese Geschichte aus alten Zeiten. Auf Segelbooten herrschte früher Zucht und Ordnung. Vergehen und Ungehorsam wurden hart bestraft, um zu vermeiden, dass sich die Besatzung entzweit oder gar Meutereien entstehen. Und so wurden Verstöße und sogenanntes unbootliches Verhalten nicht selten mit Peitschenhieben bestraft. Die verwendete Peitsche hatte 9 Riemen, was ihr den Namen neunschwänzige Katze verlieh. Erst wenn diese neunschwänzige Katze unmittelbar vor der Bestrafung aus dem Aufbewahrungssack genommen wurde, wurde verkündet, wie hart, also mit wie vielen Peitschenhieben die Bestrafung ausfiel. Während wir also häufig etwas Interessantes oder Geheimnisvolles mit dem Sprichwort verbinden, hat dessen Abstammung höchstwahrscheinlich entweder mit Betrug oder mit Bestrafung zu tun. Möchtest du vielleicht noch etwas weiter in die Vergangenheit der Katze reisen? Dann interessiert dich vielleicht unser Video zur Katze im alten Ägypten. Klick zum Ansehen einfach auf das Bild links. Wenn du unser neuestes Video ansehen willst, klick auf das Bild rechts. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.